Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Escape 2. Wir haben mittlerweile Folge 9 und haben immer noch überlebt. Wir sind halt schon gut, ne? Ja, wir sind die Kings aktuell, würde ich sagen. Ja. Und ich würde sagen, wir gehen auf den Server in 3, 2, 1, jetzt. Null. Attack! So. So. Bist du auf Alles dem Server? klar. Ah, du bist auf dem Server. Perfekt. Hey, Aber die irgendwas Ofen. ist mit Okay, meiner weißt du, was Maus das heute Gute nicht ist? mehr. Die Ofen brennen. Niemand war bei uns in der Nähe. Das stimmt. Der Chunk wurde nicht geladen. Perfekt. Ja, geil. Super. So muss das. Ja. So, Wofür braucht man eigentlich das Gold? Stimmt, für Äpfel. für Apple. Damit wir später richtig schön gäppeln können. Aber irgendjemand scheint hier gewesen zu sein. Wir waren hier. Oder weshalb meinst du? Siehst du die Sandstone nicht? Ja, hier ist doch nicht despawned in der Zwischenzeit. Ah Der ja, stimmt. Chunk war ja nicht geladen und das Ja, waren zu stimmt. 100% wir. Ja, stimmt. Da war was. Das war Stimmt, Folge begonnen, direkt so verzaubert. Das kann man ja machen. Stimmt, das wollte ich ja auch noch machen. Schade, ist. So, ich mach mal einen anderen Minenschacht von unten. Habe ich genügend Sharpness 4? Eisenpickaxe? Natürlich Kann das sein, dass du noch nicht. eine Sharpness 3? Ja, die Sharpness 3 brauchen wir jetzt zweimal, damit wir die auf. Ja, gib mir das andere mal bitte. Achso, im Inventar meinst du? Ja? Nee, im Inventar nicht. Dann ist ein Sharpness 3 Schwert weg. Nee, da glaube ich nicht. Wir haben das Sharpness 3 zum Sharpness 4 gemacht, das weißt du. Wir hatten vier Sharpness 3 Schwerter. Nee, das glaube ich nicht. Doch. Das glaube ich eher nicht. Ah. Na gut, aber ich würde sagen, wir gucken Machen einfach erstmal, wie weiter das. wie zuvor. Ach, nee. Hä? Willst du nicht wie zuvor weitermachen? Willst du Nee, ich aufgeben? meinte eher so, wir gucken mal kurz, wie das Wetter draußen ist. Ach so, ja, das Wetter ist natürlich, also hier ist super. Bei mir ist. Ich meinte jetzt in-game. Ach Aber so. es wird hell, glaube ich, oder? 26 Grad, ich weiß nicht, ich guck mal kurz raus. Es wird auf jeden Fall grün. Das sieht eher nach Sonnenaufgang aus, würde ich Ja, dann würde sagen. ich sagen, wir bauen hier alles ab. Sollen wir komplett losgehen? Ja, es wird Ja, hell. Gut, dann, kann ich mir die Koordinaten irgendwie, warte mal. Ich mach mal gerade was. Wunder dich nicht, wenn du bei TeamSpeak gleich eine Nachricht kriegst. okay. So. Das waren die Koordinaten Alles klar. von dem Spawner. Ach, wir sollten den Zuckerrohr mitnehmen. Meinst du? Ja, würde ich sagen, ne? Vielleicht falsch Zack. gemacht. So, Den Verzauberungstisch hast du schon, ne? Ja. ja. So, jetzt noch die Kiste, da müssen wir überlegen. Ach, wir nehmen einfach je nachdem, wer am meisten immer tragen kann. Gucken, was ist wertvoll, was ist nicht so wertvoll. Auf Wolle jeden kann Fall ich das cockt wegmachen. Matten. Dafür nehme ich eine Sharpness mit. Drei Kohle kann ich Leder. wegtun. Eigentlich können wir hier so den. So. Ich habe noch Brauche ich Iron Seeds? Pickaxes. Unbedingt? Seeds? Nö. Nicht, ne? Gut, dann würde ich sagen, ab dafür. Pumpkins brauche ich eigentlich auch nicht, dann nehme ich das Leder lieber mit. Den Bogen. Sollten wir den lieber nicht mitnehmen? Ja doch, nimm den mal mit. Dann schmeiße ich dafür das Hasenleder raus. Das brauchen wir ja nicht, ne? Nee, das brauchen wir nicht. 52 Kohle. Hast du noch Willst du? Kohle bei dir Platz? Also ich habe zwei Stacks dabei. Kohle. Kohle, ja. Ah, ja gut. Gut, dann
würde ich sagen, war das das mit dieser Location? So. Willst du wieder ein Schild aufstellen? Nee, weil da können wir ja vielleicht eventuell zurückkommen wegen des Spawners. Verstehst du? So, das Zuckerrohr nehmen wir mit. Dafür muss ich irgendwas aus meinem Inventar schmeißen. Ich hab mehr als genug Platz. Achso, du hast. Ach, gut, das ist natürlich super. So, wir haben jetzt. Das heißt, du kannst auch das Fleisch und alles so mitnehmen, ne? Dafür habe ich keinen Platz mehr. Okay. Da muss ich gucken, kann ich Sticks raus. Ach, so. Okay, so. Gut. Was wollen wir machen? Ich bin fast dafür, dass wir Äpfel farmen. Oh, Äpfel, ja, gute Idee. Weißt du, in welchem Biom Wald Äpfel am meisten spawnen? Eiche. Eiche, also das hier. Oder nee, das hier, wo ich jetzt vorstehe, ne? Korrekt. Ah, sehr gut. Ja, ohne Weiler weiß ich sowas immer nicht. Boah, ich freue mich schon richtig auf Reloaded 2, ne? Ja. Ein bisschen teasern. Oh. So, ich muss eigentlich, müssen wir ja im Endeffekt nur das Laub abmachen, nicht das Holz. Geht auch deutlich schneller. Es geht ja nicht darum, dass es schön ist. Sieht's von den Bäumen brauchen wir nicht. Es sind wirklich nur die Äpfel, ne? Und kaum redet man von Reloaded 2, kommt schon kommt schon im Skype die Meldung zur Gruppe. Deswegen habe ich sowas alles ausgestellt, wenn ich aufnehme. Auf dem Handy. Aber ich habe da kein Problem mit, solange es mich also im Großen und Ganzen nicht stört. Ja. Ist dir sicher, dass da so viel droppt? Bei mir droppen nämlich irgendwie, wenn ich die kaputt mache, nur. Sieht's. Da habe ich sonst auch keine Ahnung, bin ich ehrlich. Probier mal andere Bäume bzw. anderes Laub aus, wie bei diesen Fichten oder was das ist. Birken sind es eher. Birke, genau, wollte gerade sagen. Oh, hier war schon jemand. Wieso meinst du das? Schau mal hier ins Wasser. Ah, ja, das sieht eindeutig aus. Ich glaube, man hat uns gesucht, tippe ich mal. Nee, das glaube ich nicht. Dann müsste hier jemand sicher, und das kann eigentlich nur so meines Erdenkens nach nur Short MC sein. Oder wie der heißt. Der bei mir immer die Folgen guckt, der wird auch jetzt gerade das gucken. Der stalkt uns alle. Wir wissen, dass du da bist. Ja. Ja, irgendwie kriege ich keine Äpfel. Auf jeden Fall ist hier Clay. Wie brauchen wir den? Ey, komm. Wie sieht's aus? Nächste Folge Hausbau? Hätten wir eigentlich diese Folge machen, wenn wir wissen, weil die so unproduktiv ist gerade, wenn wir keine Äpfel kriegen. Also irgendwie. Ich gehe mal auf das andere Flussufer. Irgendwie ist hier nichts mit. Nee, nicht wirklich. Oh, Excel ist gerade online. Na. Excel, so ein Enhanced Excel wäre. Ja. Ach du meine Güte, ja, auch schon ewig nichts mehr gemacht. Ey, vor dem hört man von dem auch nichts mehr. Ja. Der studiert da seine Physik oder was der da jetzt macht mittlerweile. Ach, Physik studiert, ey. Ja, ich glaube, der hat Informatiker, der aufgehört und macht jetzt irgendwie Physik oder Astrophysik irgendwie so. Na, herzlichen Glückwunsch. Was? Ist keine Äpfel, Mann, ich kriege hier einen Ausraster. Wie war das? Getrollt wird nicht, ne? Getrollt fliegt. Ja, irgendwie ist das enttäuschend. Das ist, ich weiß nicht, wie ich die Folge nennen soll. Irgendwas mit Äpfel, nee, mit Bäumen. Ich sehe den Apfel vor lauter Bäumen nicht. Ja, dann laufen wir. Wo bist du hin? Gute Frage. Wo bist du? Ich sehe dich. Ach, da hinten. Ja. Ah, komm, dann laufen wir einfach ein bisschen von unserer Position weg. Dann haben wir das Minimum an Effektivität, was man haben muss, gemacht. Irgendwie? Ja. Diese Bäume. Und ein Positionswechsel ist immer gut.
Ja, damit wir nicht gesnappt werden, ne? Naja. Weil wenn uns jemand beobachtet, dann kann er natürlich auch, wenn er alle unsere Schritte verfolgt, etwa grob wissen, wo wir sind, aber deswegen finde ich, fahren wir auch mit dieser Taktik, dass wir halt immer 2 Folgen aufnehmen pro Tag, halt wirklich fast am besten, weil... Mhm. Hallo, hallo, hier ist Fleisch. Ja, ich heb ja schon auf, so. Mann. Chicken! Ja, die brauchen wir nicht. Das ist, hallo, das ist das Evil Chicken. Nee, dafür müsste es in der Höhle sein. Meinst du? Alter, was passiert denn? Oder ist das vielleicht abhängig, dass man den ganzen Baum fällen muss? Boah, keine Ahnung. Beziehungsweise nur die Krone. Weil ich hätte gerne den Timber gerade. Ja. Ich warte jetzt mal ab, was passiert, wenn dieser Baum stirbt. Da hinten ist Lava. Ja, das kann gut möglich sein. Nein, bau nicht den Baum ab! Ich will ihn sterben lassen, in Ruhe. Okay. RIP. Oh. Ich habe erstmal das Schwert in meiner Leiste ausgetauscht, weil ich wollte jetzt ungern mit dem Schaden des 4 Schwert. Ja, ich habe die immer im Inventar, also hinten im Inventar, im Kofferraum. Ja, da habe ich jetzt noch das Sharpness 3 und Unbreaking 1. Ja, ja, ja. Alter, Sharpness 5, ne? 4. 11 Attack Damage. Das ist halt schon deswegen. Und Dia Schwert hat halt immer nur 1,5 Punkte mehr. Deswegen lohnt sich Dia da so gut wie nie. Bei Prot bzw. Rüstung ist es ja deutlich effektiver. Ja, das irgendwie habe ich das Gefühl, diese Apple Weight ist auf 0 hier. Ich glaube, hier gibt es keine Goldäpfel. Ja, weil ich mittlerweile. Oder allgemeine Äpfel. Ich habe einen Adamsapfel, den habe ich. Ja, der bringt uns aber nicht viel. Der wird hier gerade eingequetscht von meinem Hemd. Mein Beileid. Dahin sehe ich Kühe. Töten wir sie. Töten. Nur 3 Kühe. Töten. Ich glaube, wir kommen so langsam näher dem. Näher dem Dorf, was Fussel gefunden hat am Anfang. Macht der überhaupt noch Folgen? Keine Ahnung. Einmal bin ich auf seinen Kanal gegangen, da waren so tolle Folgentitel, da hieß die Folge dann 2. Also nicht Folge 2, der Videotitel war 2. 2 und 3 und 4. Ja, also hier ist gar Gute nichts. Hose. Ey, ich hab einen Folgenname. Hm. Tote Hose. Nee, es ist nicht Clickbait genug. Verlorene in Escape 2, was nun? Das geht schon eher. Oder nichts in Escape geschafft. Nee, das ist zu lang. Das lesen die Leute nicht. Sind wir raus? Ja, das kommt schon eher in die Richtung, wie ich's mag. Ja, Ich werde schon langsam so wie du, was Titel angeht, ne? Ja, ja. So, hier sind wir jetzt in einem anderen Biom. Vielleicht gibt's hier ja Äpfel. Oh, hier war schon jemand. Meinst du? Ja, hier ist ein Baum, der gefällt wurde. Ich habe das Gefühl, es sind relativ nah am Spawn. Das sind aber Fichten. Und? Vielleicht haben wir auch Fichtenäpfel. Vielleicht haben die ja ein iPad oder so. Und eine Xbox? Ja. 1000 Euro und eine Xbox, ne? Machst du Xbox-Verlosung, so wie Simon Desio? Nee. Aber vielleicht schenkt du sie immer 1000 Euro und eine Xbox. Ja, genau. Gucken Sie diese Folge und abonnieren Sie, damit Sie 1000 Euro gewinnen mit 20% Rendite. So, ich würde sagen, wir gehen auf die Wüste jetzt noch in der letzten Minute, weil... Ach, boah, ich habe jetzt auf die Zeit gar nicht geachtet. Ja, du siehst, es wird dunkel und wenn wir in der Wüste sind und da uns hochbauen, würde ich fast sagen, ist am sinnvollsten, dann... Geil.
Das ist also ästhetisch auf jeden Fall, wow, ganz vorne. Geh mal auf einen anderen Block, ich will der Wände machen. Ja, perfekt. So, muss wenn schon zwei breit sein. Wir bauen ja hier, das ist doch unser Haus. Würde ich sagen, in Varo. Nicht? Nein. Okay. Ja. Ja, das war's für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß. Tschüss. Ciao.